Hallo, Harley hier und willkommen zurück zu Total War Warhammer 2. Ich wollte eigentlich nochmal bei den Riten reingucken, weil wir haben ja drei zur Verfügung. Das sind nur die jeweiligen Leute, wo ich nicht weiß, ob die was bringen. Fremdsiedlung, Seuche verbreiten. Warte mal. Das fand ich immer... So, das hat ja eine Laufdauer von 13 Runden lang. Haben wir mit Skaven bessere Beziehungen? Hilft uns nicht. Zu Beginn der Runde haben Kommandanten eine Chance, Loyalität zu erhöhen. Das ist eigentlich ganz gut. Feindliche Helden können nichts machen. Unsere Helden machen mehr. Armeefähigkeit, Clanstein des solchen Clans, alle Streitkräfte. Verstärkender Bereich... Wirkt nur auf Ziele, wenn im Bereich Boden. Verbündeter wirkt ja verbündete Reichweite aus. Wenn ich auf der Mauer bin, dann nicht. Weniger Schaden, dafür langsamer. Weniger Waffenschaden. Weniger durchdringender Schaden, weniger Geschossschaden. Verstehe ich nicht. Das ist, da ist alles rot geschrieben, ist nicht das alles als negativ an. Es wirkt aber auf Verbündete in Reichweite. Und dann müssen wir mal gucken, was denn das hier einfach. Generiert Nahrung. Wachstum, öffentliche Ordnung, Rekrutierungskosten wird runter für 5 Runden. Das kostet mich 3000 Tacken. Und dann kann ich Rekrutierungskosten so viel sparen. 5 Runden lang. Ich würde noch mal gucken müssen, wegen dem Geld. Okay, lassen wir uns überraschen. Was haben unsere Lehrmeister vor? Nach Xottl zu ziehen. Jo! Das könnte jetzt spannend werden. Haben wir wieder dieselbe komische Karte? Ja, wahrscheinlich, ne? Wir haben Warblitzkanonen. Wir haben Flammenwerfer. Ich glaube, unsere Giftwindkrieger haben da keine Chance, ihre Kugeln da oben bei den Fliegern zu platzieren. Aber dafür hätten wir euch ja noch. Gut, 4 fliegende Einheiten. Einen Anführer auf Stufe 23, Zauberer, das wird aber Schmerz, noch 2 weitere Zauberer damit drinnen, das wird noch mehr Schmerz. Und relativ erfahrene, aber alles Infanteristen, das ist ein Streitwagen und eine Kavallerie, der Rest geht zu Fuß. Relativ viel mit Pfeil und Bogen, also es ist mehr so eine Mischarmee, wir haben Schilde. Schwert und Pfeil und Bogen? Das ist aber gemein. Na gut. Um den ganzen Fernkämpfer in den Rücken zu fallen, gönnen wir uns ein bisschen Gefahr aus der Tiefe. Du warst der Seuchenzauberer, glaube ich, ne? So, dann mal los, ne? Ist jetzt eine eigentlich wichtige, entscheidende Schlacht. Weil wenn die Armee wegfällt, halt immer noch unsere Hauptarmee, die ist aber nicht wirklich stärker. Die kommt mir sogar eher, glaube ich, gerade noch ein bisschen schwächer vor. Abgesehen halt von den Clanratten. Wobei, ich glaube, unsere Hauptarmee hat auch Clanratten, ne? Ja, also die tun sich nichts. Die hier ist immer noch personell voll. Du hast ein Wimpel dabei, du hast einen Wimpel dabei, du und du. Hatten wir auch Wimpel? Ich habe nicht nachgeguckt. Oh Gott. Ich traue dem allen nicht. Aber wird schon gut gehen, ne? Wir haben 3 Kavalleristen. 4. Also 3-mal Kavallerie und 1 Streitwagen. Das ist aber Fernkampfkavallerie, weil ich das... richtig gesehen habe, oder? Schade, dass man es hier nicht nochmal mitkriegt. Mit Mouseover, was das für Einheiten sind. Das wäre viel angenehmer.
Dann kann man die Ladezeit besser überbrücken. So. Unsere Kollegen. Kommen gar nicht. Nee, die sind schon da. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass hier so viele Leute stehen, ne? So, die wollen uns angreifen. Das heißt also theoretisch wenn ich mich da hinstelle, dann kommen die ja gleich über den Hügel und dann sehe ich sie erst, wenn die auf dem Hügel sind. Wollen wir abwarten? Nein. Dann haben die auch weniger Magie, wenn das... So. Dann stelle ich mich lieber hier oben hin. Dann können die mich... Ja. Stellen uns hier hin. Ihr seid... unsere Flanke. Nur für den Fall, dass die Kavallerie von denen hier durchbrechen möchte. Genau, das wart ihr. Jetzt nehmen wir euch alle erstmal auf die 1. Geht mal nach da. Und dann seid ihr ja damit bei. Ihr seid auch die 1. 1 sind unsere ganzen Nahkämpfer. Ja. Ich überlege gerade, ob ich die 4 ausglieder. Weil die Mönche ja richtige Nahkämpfer sind, während... Also, was ist das für eine Aussage? Also, das sind halt... die Plagmönche... Also, die Mönche sind halt die richtigen Nahkämpfer, während die anderen Ratten eher... immer her. So, jetzt auch. Während die anderen Ratten ja hier vor allem gegen Kavallerie und sowas wirken. Ihr werdet euch mal dahin stellen. Bekommt eine eigene Nummer? Weiß ich noch nicht. Fernkämpfer. Du. Ihr seid die Fernkämpfer. Auf die 2. Ihr werdet hier schön erwartungsvoll hinterstehen. Ruhig noch näher. Rutscht alle ein bisschen schön zusammen. Ach, geh mit nach da. Komm nochmal her, ihr Mönche. Es muss schön aussehen. So. Ihr unterstützt da, wo die feindliche Kavallerie reinläuft. Dann haben wir noch euch beide. Ist jetzt gerade... Sehen die meine Einheiten hier hinter? Weil wenn nicht... Nehmen wir mal, ihr zählt als versteckt. Dann tut ihr das auch. Feind läuft hier gegen an. Und... wir dann von da überrascht. Das dauert viel zu lange, um da rumzulaufen. Aber warum nicht? Und du stehst jetzt da oben. Ich weiß nicht, wie hoch deine Reichweite davon ist. Ihr steht jetzt eigentlich ein bisschen zu weit weg. Und dann auch weiter nach da. Ich hätte euch am liebsten jetzt direkt schon... Ja, warum nicht hier? Und Scheffel, du stehst da, das ist deine Aura da drumherum. Wisch ein bisschen, zumindest auf ein bisschen passt er auf. Und du bist halt die Ersatztruppe, deswegen bist du 4. Und euch setze ich auf die 5, damit ich sozusagen auf die richtigen Nahkämpfer besser zugreifen kann. Ihr theoretisch ja auch, aber ihr seid Clanratten, ihr zählt sowieso nicht. So, nach ewiger Vorbereitung gucken wir jetzt mal, ob das hier funktioniert. Es greifen fliegende Truppen an, mein Herr. Schießt sie ab. Ja. So, da fliegende Einheit, fliegender und was ich 3. Ja, 3, 1, 2, 3 fliegende.
Ihr bekommt nachher die Ratten in den Rücken. Ich möchte eigentlich immer beschleunigen, ne? Aber irgendwie traue ich mich nicht. Dann brauche ich nachher zu lange, um zu reagieren. Na schön, dass du die Lightning Cannon nutzt, aber die nutzt du bitte auf das Fliegevieh. Trefft ihr? Nehmen wir, glaube ich, nicht so, ne? Das Katapult schießt super. Ja, der Flieger hat auch schon was getroffen. Was ist das? Ihr habt Geschütze? Was habt ihr? Unbeschreibliche magische Power? Lasst mich in Ruhe. Damit habt ihr mich bitte in Ruhe zu lassen. Okay. Wir sollten vielleicht alle Fernkämpfer abziehen. Aber wir sollten euch jetzt schon mal erstmal das da reinlassen. Dann läuft ihr jetzt dahin. Ihr haltet hier bitte durch. Cheffe. Wenn du was britzeln kannst, dann britzel. Erwischt ihr jetzt bitte auch hier. Zwei. Wo sind hier Fliegvieh? Da. Ihr sollt auch angreifen, bitte. Verstanden? Ich weiß, ihr sammelt euch. Ist mir gerade egal. Okay, unsere Fernkämpfer scheinen die Fliegenden zumindest ein bisschen zu erwischen. Außer den da. Macht den fertig! Euch haben sie ausgeschaltet. Nee, da. Bitte wieder besetzen. Ach, Chefe. Lief nicht so gut, wa? Weißt du noch was von unseren Truppen zwischen? Ist mir gerade egal. Genau, ihr greift von der Ecke mit rein. Ihr kämpft wieder mal nur zur Hälfte, weil unsere Ogre nicht mitmachen wollen. Ihr habt gar nichts mehr zu tun. Das sind Streitwagen. Und ihr müsst eigentlich auch damit unterstützen. Ihr mal ein bisschen damit Feuer rein. Da das Fliegevieh, dem geht's eher nicht so gut. Da wäre ein Blitz unglaublich angebracht, glaube ich. So, wo sind hier weitere fliegende Einheiten, die es verdient hätten? Hier, du gehst da bestimmt nicht vom Feld. Könnt ihr ja nicht mal
Ja, und ihr müsst jetzt auf das. Auf das Flug. Auf Flugzeug. Mhm. Auf den Flieger da. Den darf runter. Holt den da runter. Was macht ihr hier hinten? Das wissen wir auch nicht. So, mehr Ratten hier da reingehen. Warum laufen die Ratten nicht auch mal hier zu irgendwelchen? Ihr verfolgt die Streitwagen, das ist gut, dann machen die wenigstens nichts. Ja, da ist der feindliche Anführer. Der feindliche Anführer hier sollte vielleicht von euch, während ihr als Fernkämpfer vielleicht eher Sachen angreift, die Großauer machen. Wie das Ding. Und ihr schießt. Wohin? Wisst ihr auch nicht, ne? Auf den, ja, auf den ist super. Du bist der feindliche Anführer, der hier Stress macht? Ich weiß es gerade gar nicht. Aua, aua, aua. Er schickt da Truppen rein. Von der anderen Seite gleich mit. Und ihr nehmt die jetzt bitte einmal endlich auseinander. Chef? Was macht ihr noch hier? Achso, ihr passt auf Chefe auf. Ja, keine allzu schlechte Idee. Ihr könntet auch mal unterstützen. Und hier ist mir das gerade. Setzt die unter Druck. Wenn wir nämlich von hier hinten endlich mal aufgeräumt haben. Und ihr könnt versucht, Chef zu erwischen. Ich weiß auch noch nicht, wie ihr das machen wollt. So, ihr müsst mitmachen. Solchen Katapultbesatzung sollte vielleicht mal wieder das reinklettern. Euch habe ich auch lieb. Besitze rein, Truppen dazu. So. So. Ich will auf die mal zulaufen, dann hauen die wenigstens ab. Ihr seid wieder unbeschäftigt. Das geht gar nicht. Chef von Feind hier hinten, der bekommt aufs Maul. Okay. Läuft. Alles gut. Achso, ihr seid das Geschütz. Ich dachte gerade, ihr seid hier diese komischen Kugelwerfer oder so. Ihr seid jetzt endgültig entwaffnet, ja? Schade. So, wo brauchen wir hier noch Leute? Das schafft ihr. Ihr schafft das eigentlich auch. Ihr schafft das auch. Feindlicher Kommandant ist verwundet. Sieg. Okay. Schnappt euch jetzt alles, was noch flieht. Diese Armee muss fallen. Jetzt treffe ich mehr meine Leute als den Feind. Lauf da weg. Ja, sehr effektiv. Das sind unsere, die noch fliehen, ne? Ja, es sind immer unsere, die fliehen. Ja, ihr braucht nicht hinterherlaufen. Da hinten haut einer ab. Das ist der Streitwagen. Den hat irgendwie keiner wirklich erwischen können. Die kriegen hier noch ein bisschen was aufs Maul. Guck mal, da könnt ihr vielleicht noch helfen. Weil die erwischen wir wahrscheinlich eh nicht mehr. Aber die erwischen ja auch nicht mehr. Die erwischt keiner mehr. Bogenschützen mit der leichten Rüstung. Okay, jetzt ist natürlich die Frage. Unsere Truppen sind unglaublich stark angeschlagen. Hm.
Mal, der weiß nicht, was er machen soll. Warte mir, wir helfen dir. Wir erlösen dich, wenn du das gern möchtest. Da ist er weg. So, hier wird noch ein bisschen was vor sich hergetrieben. Hab ich ständig nichts mehr, ne? Oh doch! Die waren vorhin noch sehr viel voller. Das ist gut, je mehr wir jetzt hier wegkriegen, desto besser. Das sind nur noch die Einheiten hier hinten. Wo ist die Grenze? Ja, oh, haben wir ja noch Zeit. Schon immer schön, dass die Skaven unterirdisch kämpfen, ne? Auch eine unserer Einheiten wurde ausgelöscht. Das waren Beschworene, ne? Kriegt er den noch ganz weg? Nee, ne? Fände ich schön, wir können uns auch nicht durch Futter die Einheiten, unsere Einheiten wieder auffüllen, ne? Haben ganz schön gelitten. Und wenn ich mir das hier so angucke, es ist nur noch eine Besatzung über. Ich gehe davon aus, wir haben eine Warpless-Kanone und einen Katapult verloren, wa? Ich hatte gerade, der hat sich doch bewegt. Der stellt sich doch nur tot. Der atmet doch noch. Oh, ihr lauft auch noch hinterher. Ach, ihr wart die, naja, gut. Oh, den haben wir nicht ganz weggekriegt. Der kommt noch fast vollständig nachher wieder in die Schlacht. Ihr habt nur noch einen. Sehr effektiv. Also das waren sehr effektive Clanratten. Haben den letzten jetzt gerade auch noch weggebügelt. Den erwischt ihr aber glaube ich nicht mehr. Uah. Da kommen sie. Lauf, Elf, lauf. Uah. Uah. Vorbei. Pyrrhus-Sieg, ich fand den gar nicht so knapp. Die Einheiten sind alle stark angeschlagen. Aber lief doch super. Wir haben die feindliche Einheit, ja gut, personell gesehen, haben wir fast viermal so viele Einheiten in die Schlacht geführt. Aber die Rattentruppen sind ja auch unglaublich groß. Wir haben nichts verloren. Das ist gut, wir haben ein bisschen Nahrung gekriegt. Wir verstärken uns wieder, indem wir ein bisschen was fressen. Und der Trupp ist nicht ganz weg, aber kaum mehr vorhanden. Nee, 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 weglaufen ist nicht. Ja genau, kannst du noch hier den einen Helden damit reinziehen? Nein, doch nicht. Du bist weg vom Fenster. Sowas von. Immer wenn die sich bewegen, habe ich Angst. Man weiß ja nicht, was kommt. So. Hier, mach da ruhig ein bisschen Stress da. Nimm ruhig was ein. Hier, Krieg erklärt. Wächter von Xeti, Bluthallenzirkel. Ich weiß nicht, warum die allen möglichen Leuten den Krieg erklären. Die haben nur dieses eine Dörfchen. Wir haben den feindlichen Chef getötet. Oder zumindest einen Anführer. Ihren Gescherbe geklaut. Telzis besiegt. Ja, die Armee des Kommandanten. Also, infiziert. Der kleine Asi, ne, hat jetzt mehr Magie. Weil er Teclis besiegt hat. Den Anführer von... Ja, und ihr seid auch im Ritual 2 angekommen. Ist ja gut. Mutin hat wieder seine Loyalität wieder. Das ist super. Ich weiß, euch geht's nicht so gut.
Doch eigentlich geht's euch blendend. Macht ihn platt. So. Fresst ihn auf. So. Okay, Feind im Kampf getötet, gleich den nächsten. Und noch ein. Man kann nie genug Feinde töten. So. Du lernst jetzt auch die höhere Reichweite. Wir brauchen mehr Reichweite auf der Karte. Kannst du noch auf Marschieren gehen? Nein. Kannst du nach Itza rein? Dann könntest du nämlich mit deinen Gimpel-Einheiten läufst du nach da. Du kommst nach Itza rein. Nee, nicht ganz, aber stehst davor. Wenn Itza jetzt angegriffen wird, dann ist das auch egal. Dann steht da jemand, der aufpassen kann. Du, unsere Hauptarmee muss ins Hinterland. Damit wir das Ritual jetzt endlich durchführen können. Weil das werden wahrscheinlich Oxel, der Guacamole-Krater und ich tippe auf die Mine der bärtigen Schädel, die uns hier nachher die Gegner bringen werden. Oder, ja. Die mit verbunden werden mit dem Mahlstrom und dann ist gut. So. Es ist teuer, wenn ich extern ausbilde. Das weiß ich. Ja. Wir können nichts bauen, was uns gerade ausbildet. In einer Runde können wir dann was bauen, das kostet ja aber auch wieder Zeit. Das heißt, du stellst jetzt her 3 von euch. Nur so. Weil wir es können. Siedlungsverbesserung, Mahlstromritual. Fertig für die Runde. Ja, ich bin schon wieder hier und gucke, was ich bauen kann. Ja, ist immer noch sehr verlockend, den Nebentunnel zu bauen. Ist auch verlockend, hier endlich mal Sachen wieder zu bauen, die Truppen bringen. Und zwar, wir bauen eine zweite Ecke für Katapulte, habe ich beschlossen. Ja. Jetzt gibt es hier auch Katapulte. Und keine Ahnung, was reicht. Haben wir schon wieder kaum mehr Verdienst. So, das war's jetzt für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.